Die künstliche Befruchtung ist ein medizinischer Eingriff, durch den eine Frau schwanger werden kann, wenn ein Paar durch Sex keine Kinder bekommen kann. Normalerweise reift bei einer Frau in den Eierstöcken pro Zyklus nur eine einzige Eizelle heran. Für die künstliche Befruchtung wird jedoch ein Vorrat an Eizellen benötigt, da dieser Vorgang nicht immer funktioniert. Dazu werden der Frau Hormone gegeben, die dazu führen, dass pro Zyklus mehrere Eizellen heranreifen. Diese werden dann vom Arzt entnommen. Beim Mann ist es einfacher, da lediglich die Spermien aus einem Ejakulat gewonnen werden müssen. In einem Reagenzglas werden nun die so gewonnenen Eizellen mit den Spermien zusammengebracht, wodurch die Befruchtung erfolgt. Sollte dies nicht funktionieren, besteht noch die Möglichkeit, durch eine Nadel ein Spermium direkt in eine Eizelle zu geben. Die so befruchteten Eizellen reifen nun zu frühen Embryos die schon aus mehreren Zellen bestehen. Davon werden normalerweise zwei frühe Embryos genommen und in die Gebärmutter der Frau eingepflanzt. Nistet sich nun dort mindestens einer dieser frühen Embryos ein, ist die Frau schwanger und die künstliche Befruchtung war erfolgreich. Das erste auf diese Weise gezeugte Kind kam 1978 auf die Welt und war damals eine große Sensation. Heutzutage werden allein in Deutschland jedes Jahr ca. 20.000 Kinder durch diese Methode gezeugt.